zeige ich euch, wie ihr eine Häkeltasche häkeln könnt. Ich habe dafür mir Wolle geholt, und zwar von Schachenmeier. Katina Grande heißt die. Und ist geeignet für eine Nadelstärke der Größe 4 bis 5. Und besteht aus, das ist so ein Baumwollgarn. Wo steht es drauf? Genau hier, 100% Baumwolle. Und das ist ein relativ stabil und festes Material, was sich halt gut zum Taschenhäkeln eignet. Ich habe mir verschiedene Farben, will ich die häkeln. Also die Grundfarbe soll hier dieser Sandton sein. Dann habe ich hier noch so ein Orange, ein Grün und ein Blau. Die Angaben stelle ich euch wieder unten rein in die Infobox und eine Häkelnadel in der Größe 4,0. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich beginne die Arbeit mit einem Fadenring. Wer noch nicht weiß, wie der funktioniert, den stelle ich ein Video unten in die Infobox, wo ich das nochmal ganz langsam für Anfänger erkläre. Ich führe mir den Faden hier zwischen diesen beiden Fingern durch, den kleinen und den Ringfinger, zweimal um den Zeigefinger, einmal hier um den Daumen, und dann führe ich den Faden hier wieder zurück. Dann gehe ich jetzt von oben rein mit der Häkelnadel, hole mir das Arbeitsgarn und ziehe den hier durch die Daumenschlinge durch, sichere das Ganze jetzt noch mit einer Luftmasche. Und halte hier diesen Knoten fest. Dann hat sich ja jetzt hier, ich gehe mit beiden Fingern rein, so eine Schlaufe gebildet. Und in diesen häkle ich jetzt eine feste Masche. Das wird dann unser Aufbaustäbchen. Also ich gehe rein, hole mir den Faden und masche beide Schlingen ab. Das ist eine feste Masche. Nun häkle ich noch 8 halbe Stäbchen. Dafür hole ich mir einen Umschlag, gehe auch wieder durch den Ring durch, Arbeitsfaden holen und die 3 Schlingen abmaschen. Halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann ziehe ich hier an meinem kurzen Arbeitsfaden den Ring zu. Und schließe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist sozusagen die 8. Masche, also das halbe Stäbchen. Da mache ich jetzt die Kettmasche rein, sodass sich diese über meine feste Masche zieht. Da gehe ich rein, hole mir den Arbeitsfaden und schließe das zu einem Ring. Dann beginnt ihr die Runde mit einer Luftmasche. Häkelt, also ihr habt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maschen drauf, und ihr verdoppelt jetzt jede, sodass ihr am Ende dann 18 habt. Also mit einer Luftmasche beginne ich, dann häkle ich die erste feste Masche hier direkt in die Masche rein, wo ich auch meine Kettmasche reingemacht habe, hier. Eine feste Masche als Aufbaustäbchen. Dann verdoppel ich die, also ich mit halben Stäbchen. Ich gehe rein, hole meinen Umschlag und häkle in die gleiche Masche noch mein halbes Stäbchen. Habe ich aus einer Masche 2 gemacht. Dann gehe ich in die nächste Masche rein und häkle auch hier 2 halbe Stäbchen. Eins, zwei.
ich gehe in diese Masche rein, in die nächste und häkle auch hier zwei Maschen in eine. Also ein halbes Stäbchen und in dieselbe nochmal. Und zweites halbes Stäbchen. Und so macht er das komplett die Runde. So, hier ist jetzt meine letzte Masche, da häkle ich noch Nummer 17 und 18 rein. Und schließe jetzt immer hier in diese oberste Masche, also nicht hier in meine Luftmasche, das ist die feste Masche, sondern die Masche, die von dem halben Stäbchen hier. Die befindet sich immer zwischen meiner festen Masche vom Anfang, dem Aufbaustäbchen und diesem halben Stäbchen. Die ist 1, 2, 3, das ist immer die dritte. Da gehe ich rein, Arbeitsfaden holen und schließen. So habt ihr jetzt einen Kreis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. Die nächste Runde, da wird in der zweiten Runde wird jede zweite Masche verdoppelt. Also wir gehen mit einer Luftmasche, häkeln jetzt unsere erste feste Masche direkt wieder hier rein als Aufbaustäbchen. 1, also die wird auch immer mitgezählt. Und jetzt in die zweite Masche, jetzt wird ja jede zweite Masche verdoppelt, das heißt hier in die nächste häkel ich jetzt zwei halbe Stäbchen. Und wenn wir in dieser Runde jede zweite Masche verdoppeln, haben wir am Ende der Runde 9 Maschen mehr, also 27. Jetzt folgt wieder ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und zwei halbe Stäbchen. In die zweite. Dann wieder ein halbes Stäbchen in die nächste. Und zwei halbe Stäbchen in die nächste Masche. Und so häkelt ihr bis zum runden Ende. Jetzt folgt wieder ein halbes Stäbchen, dann zwei halbe Stäbchen in dieselbe Masche. Ein halbes Stäbchen, zwei halbe Stäbchen in die nächste Masche. So, ich bin jetzt am Ende von meiner Runde. Habe jetzt hier noch die letzte Masche, die verdoppel ich. Die letzte Masche wird immer verdoppelt. Da häkle ich also nochmal zwei rein. Und ich schließe die Runde wieder hier, ich gehe mal ein bisschen näher ran, in diese Masche da oben. Also diese kleine, da sticht er nicht rein, in die nächste nicht, sondern hier in diese dritte. Da gehe ich rein, Arbeitsfaden holen, durchziehen und es gibt einen schönen sauberen Rundenabschluss. Und nun beginnt er wieder mit einer Luftmasche. Dann wieder mit einer festen Masche direkt hier rein. Und in der dritten Runde wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, hier in die nächste ein halbes Stäbchen. Und in die dritte dann zwei halbe Stäbchen.
Und so macht er das dann weiter. Ich verdoppel jede dritte Masche. Dann wieder hier ein halbes Stäbchen, da ein halbes Stäbchen und hier zwei halbe Stäbchen. Und so macht er das weiter, komplett, und schließt wieder dann hier mit einer Kettmasche. In der vierten Runde wird jede vierte Masche verdoppelt und so weiter. In der fünften Runde verdoppelt ihr dann jede fünfte Masche, also in jede fünfte Masche werden dann zwei halbe Stäbchen gehäkelt, in der sechsten jede sechste, in der siebten jede siebte und so weiter, bis ihr dann eure gewünschte Größe erreicht habt. Ich schaue jetzt mal, wie lange ich häkel, ich weiß es noch nicht, vielleicht so zwischen 7 und 9 Runden, denke ich. Und dann treffen wir uns wieder, bis wir die richtige Tellergröße erreicht haben für unsere Tasche. So, wie ihr seht, bin ich jetzt auch schon ein ganzes Stück weiter. Ich habe jetzt, bin mittlerweile sogar schon in der 11. Runde. Also in dieser habe ich jetzt jede 11. Masche verdoppelt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr einen Farbwechsel vornimmt. Also ich habe jetzt hier meine letzte Masche, in die ich zwei halbe Stäbchen reinhäkel. Und jetzt schließe ich ja wieder hier in die dritte Masche, also hier oben zwischen meinem halben Stäbchen und der festen Masche. Da schließe ich noch in der alten Farbe ab, weil von nun an machen wir jetzt keine Zunahmen mehr. Jetzt häkeln wir einfach immer in diesen Runden weiter, also einfach immer in jede Masche ein halbes Stäbchen. So, den Faden schneide ich jetzt ab. Ihr könntet ihn auch alternativ mitlaufen lassen, aber dadurch, dass ich das jetzt mehrfarbig machen will, vernähe ich das dann lieber später. Ich nehme meine neue Farbe. Das ist jetzt dieses Orange. Leg mir das hier hinten fest. Dann mache ich meine Luftmasche bereits in diesem Orangeton, ziehe jetzt hinten an diesen braunen Faden und an dem orangenen Faden nochmal fester. Das vernäht sich dann später aber noch, wenn wir weiter häkeln. Also die werden am Ende dann noch vernäht und jetzt zieht ihr die noch so ein bisschen fest. So, dann häkel ich meine feste Masche wieder direkt hier rein, in die erste, also mein Aufbaustäbchen, was ja aus einer festen Masche besteht und einer Luftmasche, häkle ich hier rein, auch nochmal hier ein bisschen festziehen und dann kann es auch schon weitergehen. Jetzt in jede Masche ein halbes Stäbchen. Wir haben ja jetzt einen flachen Teller erzeugt und wenn wir jetzt in jede Masche ein halbes Stäbchen häkeln, wird sich dann der Teller anfangen zu wölben, sodass sich dann die Taschenform ergibt. So weiter in jede Masche ein halbes Stäbchen. So, ich bin jetzt am Ende von der Runde und hier ist der Rundenabschluss beim zweifarbigen relativ leicht zu sehen. Dafür stecht ihr einfach, wenn ihr in die letzte Masche gehäkelt habt, hier in die zweite farbige Masche ein. Mit einer Kettmasche und schließt die Runde. Und so habt ihr einen schönen sauberen Rundenübergang und dann geht es wieder ganz normal weiter. Eine Luftmasche, eine feste Masche und dann in halben Stäbchen weiter häkeln, bis ihr die gewünschte Höhe erreicht habt. So sieht meine Tasche jetzt aus nach weiteren Runden, die ich gehäkelt habe. Also ich habe jetzt hier jeweils in Orange noch 6 weitere Runden, dann 2 Runden dazwischen in diesem Sandton, 6 Runden in Grün, 2 in Sand, 6 in Blau und nochmal 2 in Sand. Und jetzt habe ich für mich meine gewünschte Größe erreicht und nun zeige ich euch noch, wie ihr hier die Seiten und die Henkel häkelt. Als Vorbereitung für die Seiten habe ich mir hier jeweils, also habe ich mir erstmal die Tasche flach hingelegt und hier an den Seiten 2 Maschenmarkierer eingesetzt.
Jetzt gehe ich von diesem Maschmarkierer aus, die jeweils 10 Maschen nach rechts und 10 Maschen nach links. Also ich zähle ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In diese 10. Masche steche ich ein und setze da meinen Faden neu an, indem ich mir die Schlinge hole. Eine Luftmasche mache und nun häkle ich wieder weiter in halben Stäbchen und mein erstes halbes Stäbchen häkle ich direkt hier in diese gleiche Masche rein, in die ich jetzt auch die Luftmasche reingemacht habe, ein halbes Stäbchen. Dann häkle ich weiter zurück in halben Stäbchen bis zum Maschmarkierer. Nehme ich jetzt raus, gehe hier eine Masche rein, ein halbes Stäbchen und jetzt auch auf dieser Seite 10 halbe Stäbchen. Und 10. So habe ich jetzt insgesamt hier 21 Maschen. Und jetzt häkle ich in Reihen weiter. Hier am Ende dieser Reihe mache ich 2 Wendeluftmaschen für ein halbes Stäbchen. Jetzt wende ich die Arbeit. Und häkle jetzt immer die ersten beiden Maschen und die letzten beiden Maschen zusammen als eine Masche ab. Das funktioniert so, also ihr geht wie zum halben Stäbchen hier direkt unterhalb dieser Luftmasche, also das ist unsere erste Masche, wo wir reinhäkeln, das ist die letzte, das letzte halbe Stäbchen von der Vorrunde. Da häkle ich jetzt ein halbes Stäbchen rein. Masche jetzt aber nicht ab, sondern nehme mir erneut einen Umschlag, gehe in die zweite Masche rein, masche die ersten beiden ab, habe noch 3 Schlingen drauf und masche diese ab. So habe ich aus 2 Maschen eine Masche gemacht. Dann häkelt ihr ganz normal weiter, hier in jede Masche ein halbes Stäbchen.
hier und die letzten beiden Maschen, die häkel ich wieder als eine ab, also reduziere somit um eine. Ich gehe in die erste Masche rein, hole mir den Arbeitsfaden, masche die ersten beiden Schlingen ab, hole mir den Umschlag wieder, gehe in die nächste rein, masche die ersten beiden ab und die letzten beiden. Dann mache ich wieder zwei Wendeluftmaschen, drehe meine Arbeit und das gleiche Spiel geht von vorne los. Immer die ersten beiden und die letzten beiden als eine Masche abmaschen. Also Umschlag holen, durch die erste durch, abmaschen, Umschlag holen, durch die nächste durch, ersten beiden und die nächsten beiden. So sieht das aus. Und dann häkle ich bis zum Ende der Reihe in halben Stäbchen weiter. Und am Ende der Reihe häkelt ihr wieder die letzten beiden zusammen. Umschlag holen, durch die ersten beiden Umschlag holen, die nächste Masche und erst die ersten beiden abmaschen und dann die nächsten drei. So, und dann immer am Ende der Reihe wieder zwei Wendeluftmaschen. Dann wendet ihr wieder. Und häkelt wieder zurück. Wie gesagt, die ersten beiden masche ich hier immer zusammen ab. Und dann in jede Masche ein halbes Stäbchen und die letzten beiden auch wieder zusammen abmaschen. Und so macht er das jetzt Reihe für Reihe hoch. So reduziert er hier immer und es entsteht hier so eine Schräge. Und das macht er jetzt ein paar Reihen lang. So, ich habe jetzt hier hoch gehäkelt und habe jetzt nur noch 5 Maschen hier drauf. Und von nun an häkel ich einfach diese 5 Maschen in Reihen hoch. Also immer 2 Wendeluftmaschen drehen und meine 5 halben Stäbchen häkeln und das in komplett in Reihen hoch, ungefähr bis zur, ich zeige euch das jetzt mal, wir häkeln jetzt hier den einen Henkel bis zur Hälfte und später dann auch noch von der anderen Seite, also bis ihr dann so die gewünschte Länge, die Hälfte von der einen Seite erreicht habt. So lang häkelt ihr jetzt in diesen 5 Maschen rein hoch, also es wird jetzt nicht mehr zu und abgenommen, einfach nur diese 5 Maschen weiter hochhäkeln. Also ich habe jetzt insgesamt noch 17 Reihen hochgehäkelt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich würde jetzt den Faden abschneiden, durchziehen und vernähen und dann macht ihr das Gleiche hier auf der anderen Seite auch nochmal. Und genau, also ihr häkelt, wie gesagt, 10 Maschen nach rechts und nach links, sodass ihr insgesamt 21 Maschen habt. Häkelt hoch, bis ihr nur noch, und nehmt immer am vorderen und am hinteren Ende jeweils 2 Maschen ab. Häkelt so lange hoch, bis ihr nur noch 5 Maschen übrig habt. Und dann wird in Reihen weiter gehäkelt, bis ihr insgesamt 17 Reihen, also dass der Henkel genauso lang ist hier wie auf der anderen Seite. Und dann wird das in der Mitte noch zusammengenäht. So, nachdem ich das auf der anderen Seite auch gemacht habe, fädel ich jetzt mir diesen Restfaden mit einer Wollhäkelnadel ein und verbinde diese beiden Stücke. Dafür lege ich mir die beieinander und gehe hier immer jeweils eine Masche rein, ziehe das durch,
nächste. Dadurch. Und so näht ihr jetzt die beiden Teile noch zusammen. So, und als Abschluss von meiner Tasche häkle ich jetzt einmal nochmal hier an den Außenrändern eine Runde komplett in festen Maschen. Also sowohl auf hier, auf dieser Seite wie auch auf der gegenüberliegenden. Also ihr setzt einfach irgendwo euren Faden an, wo ist eigentlich egal. Häkelt eine Luftmasche. Und dann die erste feste Masche in die gleiche. Und nun häkelt ihr einfach in Runden und häkelt das mit festen Maschen. Und das macht ihr, wie gesagt, zeigt es euch nochmal, einmal hier komplett rumherum und das gleiche auch auf der anderen Seite. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier einen Knopf annehmen, müsst ihr nicht, also ich zeige euch das jetzt mal. Würdet ihr den dann hier platzieren und wenn ihr dann auf der anderen Seite eure festen Maschen häkelt, dann könnt ihr hier stoppen und eine Luftmaschenkette auf so circa 10 bis 15 Luftmaschen machen, müsstet ihr halt testen und dann könnt ihr da noch einen Knopf anbringen und mit einer Schlinge. Ich mache das jetzt aber nicht, weil ich will hier so eine ganz einfache Tasche haben und häkle jetzt wie gesagt nur meine festen Maschen nochmal, um ein bisschen einen schönen runden Abschluss hier zu kriegen an der Tasche. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich das einmal umhäkelt habe. Also ich habe das jetzt hier mit den festen Maschen umhäkelt und am Ende mit einer Kettmasche in die erste Masche geschlossen. Dann habe ich meine Fäden hier noch von innen vernäht. Und ja, eure Häkeltasche ist fertig. So sieht das dann aus mit der Umhäkelung. Hier die Griffe. Ja. Und fertig ist eure selber gehäkelte Häkeltasche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich finde, das ist eine hübsche Tasche geworden. So sieht das Ganze aus. Und bis ganz bald, eure Maschenmarie.